zu Gast im vielleicht urigsten Stadion in Deutschland. Es ist auf jeden Fall ein ganz besonderes, das Millerntor. Euer Kommentatorenteam, wie so oft Florian Schmidt-Sommerfeld, und ich freue mich sehr, dass Jan Platter auch dabei ist. Des Deutschen liebstes Kind, das ist die Fußball-Bundesliga heute mit FC St. Pauli gegen den FC Bayern München. Also auf dieses Spiel freue ich mich wirklich. Es wurde ja so viel diskutiert und geredet im Vorfeld. Jetzt geht es los und ich bin sicher, das wird interessant. Das wird richtig hochklassig. Das ist die Startelf des FC St. Pauli. Sie sind heute im 3-4-3 unterwegs, das defensiv durchaus einige Gefahren mit sich bringt. Vor allem die Außenspieler im Mittelfeld müssen wissen, wann sie sich nach hinten fallen lassen und wann sie angriffslustig unterwegs sein können und die vielen Offensivkollegen unterstützen. Und so gehen die Bayern ins Spiel. Im Tor ist Manuel Neuer. Kim Min-jae spielt mit Dayo Upamecano in der Abwehr und im Sturm Harry Kane. Und dann geht's los. Anstoß hat der FC St. Pauli. Roman schickt den Kollegen. Könnte einmal winken und sagen danke für diesen einfachen Ball. Kingsley Coman. João Palhinha. Jetzt Kingsley Coman. Ja, Flanke nicht verkehrt, aber sie stehen da einfach sehr gut. Ah, geht da sehr gut rein. Angriff zu Ende. Kane! Das ist ein guter Block. Jo Eggestein. Ah, Fulaya. Wir sprechen über Schlüsselspieler und dann sind wir natürlich ganz schnell bei Harry Kane. Also, was die Schusskraft angeht, da gibt es nicht viele, die mithalten könnten. Wir haben es ja schon so häufig erlebt, dass diese Wucht gepaart mit der Präzision zum gewünschten Erfolg geführt hat. Das ist gut gemacht, der hohe Ballgewinn. Zieht er nochmal. Ja, hält diesen Ball. Sehr gut. Coman. Kingsley Coman, Jamal Musiala, Kane, stark reingegangen, guter Einsatz. Ah, die Bayern mit dem Ballverlust. Bei Saliakas und dann der Ballverlust. Ja, zieht da mal ab, ganz schön weit weg vom Tor. Ja, die Bayern lassen Ball sehr gut laufen hier. Und Harry Kane. Jetzt kann es die Führung geben. Tor durch Harry Kane. Schauen uns den Treffer noch mal an. Erst kommt dieser gefährlich schöne Steilpass und dann ist es Harry Kane. Super Abschluss, nutzt diese Chance perfekt aus. Ah,
Also St. Pauli jetzt mit einem hinten, weiter geht's. Kingsley Coman. Lasritzka. Und da holt er den Ball mit diesem Tackling. Davis. Oh, schön steil gespielt, sieht gut aus. Den macht er doch nochmal, Kane. Oh, da geht halt alles. Für ihn geht alles. Der macht den Doppelpack. Gucken wir nochmal zusammen auf dieses Tor. Setzt sich hier richtig schön durch. Und dann macht Kane natürlich das Tor mit einem richtig guten Abschluss. Ja, alles klar bei dem Treffer. Wir spielen weiter mit 2:0. Gutes Stellungsspiel, den Ball haben sie. Coman. Palinha. Sané. Harry Kane. Gut den Körper reingestellt und den Ball geholt. Vielleicht die Chance. So, haben wir gehört. Der Schiedsrichter bitte zum Pausentee. Also der ist so vielseitig, kann eigentlich alles, auch heute wieder. Harry Kane macht heute die Tore, sorgt darüber hinaus für viel Gefahr und die Abwehr mit großen Schwierigkeiten. So, und dann sind wir bereit für den zweiten Spielabschnitt und die Bayern haben es bisher wirklich toll gemacht. Verdiente, klare Führung. Rafael Guerrero. Alfonso Davis. Musiala. Kane. Coman. Jetzt ein bisschen Platz. Die Flanke vielleicht. Das Ding ist immer noch heiß. Nochmal Musiala. Und Musiala, den kann er machen. Oh, da fehlt auch einfach so ein bisschen das Glück bei diesem überragenden Schuss aus kurzer Distanz. Wir sehen es, die Bayern bringen neues Personal. Den Gegner auch so ein bisschen wahnsinnig. Wenn du immer so clever den Körper reinstellst, kommt keiner ran. Und entscheidet hier erstmal auf Vorteil. Und der Ballverlust. Sané. Und da verlagern sie das Spiel auf den anderen Flügel. Starkes Tackling. Ball erobert. Jetzt könnte den Ball in die Mitte schlagen. Ist geklärt, aber noch nicht endgültig. Ja, die klären sie souverän, diese Reingabe. Bukalfa. Ball läuft gut und da sind ein paar Optionen im Angriffsdrittel. Flanke in die Box, sieht gut aus. Oh, super gehalten. Und dann doch noch der Pfiff war abseits. So, Jan, jetzt schauen wir nochmal zurück. Der Zweikampf da gerade, ja, gibt Gelb für dich richtig? Völlig richtig, muss es geben. So, jetzt der Wechsel.
Spielerwechsel bei Bayern München. Nicht mehr auf dem Platz. Die Nummer 19, Alfonso Davis. Bei dem Spiel, die Nummer 27. Oh ja, das war ein guter Ballgewinn. Die Chance, jetzt auf das Tor. Son, jetzt ist er drin, der Abschlusstreffer. Wir sind hier noch weit weg von der Entscheidung. Es geht immer darum, ganz entschlossen und kollektiv drauf zu gehen. Dann hast du die Chance auf den hohen Ballgewinn. Und genau den holen sie sich hier. Dann belohnen sie sich mit dem Treffer für ihren Einsatz. Da Pauli zurück in diesem Spiel. Anschlusstreffer ist geschafft und weiter geht's. Konrad Leimer. Ja, und man merkt, die Führung gibt ihnen einiges an Sicherheit. Lassen den Ball hier durch die eigenen Reihen laufen. Und erstmal vom Ball getrennt. Irvine. Ball bei Harry Kane. Den macht er doch nochmal, Kane. Und jetzt ist er drin, macht er gut. Aber der wird nicht zählen. Und es gibt auch keine Diskussion, klare Abseitsposition. Pauli und dann ist die Kugel weg. Daniel Zinani. St. Pauli will den späten Ausgleich und die Fans, die stehen hier nach wie vor hinter ihrer Mannschaft. Und der war knapp. Der war knapp. Guter Versuch. Hat überhaupt gar nicht viel gefehlt. Und ich glaube, der Versuch wird sie ermutigen, es weiter zu versuchen. Leroy Sané. 5 Minuten bleiben noch in dieser engen Partie. Was geht noch für die Heimmannschaft? Tja, wenn man die Fans hört, dann geht hier noch eine Menge. Wahnsinn, wie laut die sind. Gut entschieden vom Schiedsrichter, den Vorteil laufen zu lassen. Eric Smith. Zinani. Stark reingegangen. Guter Einsatz. Er ist vorbeigezogen. Gute Aktion. Ja, Torwart ist da. Gute Parade. Und da ist die Nachspielzeit vom 4. Offiziellen. 2 Minuten. Kane. Leroy Sané. So, das war's. Die Bayern marschieren. Die Bayern gewinnen die nächsten 3 Punkte.